Gabi, du hast das Wort. Ja, danke schön. Ich denke, unsere gemeinsame Aufgabe wird es jetzt sein, in den Wahlkampfmodus zurückzuschalten. Zwei Wochen vor den Europawahlen und Kommunalwahlen hier in der Bundesrepublik Deutschland, Europawahlen in 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ah, wunderbar. Danke. Der Europäischen Union ist es Zeit, und ich denke, das tun wir alle, uns mit unseren Angeboten für linke europäische Politik in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Und wir sollten diesen Parteitag in den nächsten 2,5, 3 Tagen dafür auch nutzen. Es gibt 3 Ereignisse, die den heutigen Tag unseres Bundesparteitags prägen. Auf einen hat vorhin Klaus Lederer schon hingewiesen. Das ist der Tag des Sieges über den deutschen Faschismus, der jährlich am 9. Mai im heutigen Russland und anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion begangen wird und an dem der unermesslichen Opfer des Kampfes der Roten Armee gegen die deutschen Faschisten und der mit ihnen verbündeten Parteien, nationalistischen, faschistischen Armeen gedacht wird. Und das ist der Europatag, der mit Veranstaltungen in EU-Mitgliedstaaten verbunden ist, an dem regelmäßig Tage der offenen Tür in Brüssel und in Straßburg stattfinden und der heute in Brüssel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der europäischen Institutionen einen Feiertag beschert. Und last but not least, es ist der Tag der Gründung der Europäischen Linkspartei am 9. Mai 2004. Aus Berlin richten wir deshalb unsere solidarischen Grüße und Wünsche nach Rom, wo die Europäische Linkspartei ihren 10. Jahrestag feiert. Ich komme darauf dann aber nachher noch mal zurück. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir gedenken in diesen Wochen aber vor allem auch des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkriegs. Am 26. Juni, also einen Tag, unmittelbar einen Tag nach den Europawahlen, werden die EU-Regierungschefs Ypern besuchen. Leider sieht ihr Programm keinen Besuch des einzigartigen Museums von Ypern vor, mit dem man die furchtbaren Leiden, den Tod von Hunderttausenden von Menschen, die Vernichtung ganzer Städte und Regionen erinnert wird. Das Besondere an diesem Museum ist, dass es keinerlei Rechtfertigung, keinerlei Heroisierung, keinerlei Nationalismus zulässt und dass es unsere gemeinsame Verantwortung im Kampf für Frieden, für ein Europa des Friedens in den Vordergrund stellt. Und diese Botschaft sollte heute, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, auch bei den Regierungschefs endlich ankommen. Mit dieser Europawahl müssen wir das Signal setzen, von Europa, von der Europäischen Union, von Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Diskussion ja auch zu Beginn des Parteitags, die Debatte um die Tagesordnung hat das ja auch gezeigt. Wir alle empfinden das ja auch, dass insbesondere der Ukraine-Konflikt uns allen vor Augen führt, wie verletzlich der Friede ist. Frieden ist nicht selbstverständlich und schon gar nicht ist die EU per se Friedensgarant. Er muss jeden Tag erneut verteidigt werden. Und die Ukraine, Moldawien, Belarusland, die Balkanstaaten insgesamt und auch Russland gehören zu Europa. Manches an der Politik der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten lässt allerdings befürchten, dass dies einigen nicht klar ist. Mir geht es also nicht um eine pro-russische oder pro-ukrainische Parteinahme. Es geht mir um einen Umgang von uns als Linken mit sozialen Problemen, demokratischen Interessen der Menschen in der Ukraine. Diese werden immer gern als Beziehungen zwischen Blöcken, Nationen, Nationalitäten, zwischen unterschiedlichen Ethnien dargestellt.
Aber wir als Linke haben uns in den letzten Jahren immer wieder genau dieser Politik der Konfrontationslinien, dieser Logik entgegengestellt. Und das sollten wir jetzt auch weiter tun. Manches Mal werden wir Linke gerne als sogenannte Russland-Versteher gebrandmarkt, wohlgemerkt in einem negativen Sinn. Ich habe kürzlich die Erinnerungen des Schriftstellers Stefan Zweig gelesen. Vor dem Ersten Weltkrieg hat er versucht, sich mit französischen, mit belgischen, russischen oder auch britischen Künstlern zu verbinden, um der verbreiteten Kriegsbegeisterung etwas entgegenzusetzen. Stefan Zweig und leider viel zu wenig andere Künstler und Schriftsteller wollten die Verständigung in ihrem europäischen Kulturraum nicht abreißen lassen. Zweig müsste nach dieser Denkart, die wir in den letzten Wochen immer wieder zu hören bekommen, ja wohl als ein Franzosenversteher gebrandmarkt werden. Ich selber habe vor vielen Jahren in der DDR die Sprachen Russisch und Französisch gelernt, studiert. Also eine Ost- und eine Westsprache. Viele im Osten haben Russisch gelernt. Viele haben Freunde, Bekannte in der Ukraine und in Russland. Ja, wir haben einen Zugang zu osteuropäischen Sprachen, zu Kultur, Literatur, Musik. Ja, wir haben einen Zugang zu Tolstoi, Dostojewski, Aitmatow, Granin oder eben auch zu Nu Pagadi Zajec. Wir wissen, wer Wladimir Wysotsky ist und wir wissen, wer Wladimir Kamina ist. Uns klingen die Melodien von Ryabinushka, Moskowskaja Wechera noch in den Ohren. Und wir wissen um die tiefgreifende von Menschen vor dem Wiedererstarken faschistischer und nationalistischer Kräfte. In diesem Sinne sehen viele von uns Russland eben nicht als Teil einer unbekannten Kultur und damit als feindliche Macht. Das sagt gar nichts über unsere Haltung zu Putin, weder im guten noch im schlechten Sinn. Putin, bei dem war ja zuletzt Gerhard Schröder und Herr Missfelder von der CDU. Wir aber reden von den Menschen, die weder politische noch wirtschaftliche Macht haben. Und in diesem Sinne sage ich, es ist doch gut, wenn wir Russlandversteher sind. Na und? Und nur wenn man sich versteht, wenn miteinander geredet wird, können Konflikte friedlich beigelegt oder hoffentlich verhindert werden. Und in dem Sinn glaube ich, nicht nur wir, die Ostdeutschen, sage ich jetzt mal, haben gelernt, dass eine unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion ins Nichts führt. Ich glaube, inzwischen begreifen das auch immer mehr Menschen, die sich mal der unverbrüchlichen Freundschaft mit den USA verpflichtet gefühlt haben, wohin das führt. Haben Angst, dass aus der Ukraine-Krise, der Konfrontation mit Russland ein neuer kalter Krieg erwächst. Ich merke das insbesondere in vielen Gesprächen mit sogenannten russlanddeutschen Spätausländern in Ost- und Westdeutschland. Alle bewegt dieses Thema. Alle sagen, das kann nicht sein. Wir haben Angst vor dem, was passiert. Wir verstehen nicht, was hier in Deutschland an Diskussionen abläuft. Und alle Beteiligten sind aufgefordert zu deeskalieren. Die USA, die NATO ebenso wie Russland, die EU und die jetzige ukrainische Regierung. Die Menschen, die auf dem Maidan starben und die 46 Menschen, die von Neonazis im Gewerkschaftshaus von Odessa ermordet worden sind, sind Opfer der Eskalation von Politik gewesen. Die gegenwärtige ukrainische Regierung ist diskreditiert, weil in ihr aktive Faschisten mitwirken. Sie militär gegen ukrainische Bevölkerung einsetzt und der Nationalgarde, die vom Sprecher des rechten Blocks im ukrainischen Parlament geführt wird, freie Hand lässt. Die Krim-Annektierung verstieß gegen das Völkerrecht. Das Völkerrecht mag nicht in jeder Situation immer gerecht erscheinen. Aber wir haben nur dieses und es funktioniert nur, wenn sich alle daran halten. Angesichts der sehr schwierigen, widersprüchlichen historischen Entwicklungen in und um die Krim sollte die Krim-Frage von den aktuellen Auseinandersetzungen um die Ukraine abgekoppelt werden. Das geplante Abtretungsreferendum in der Ostukraine halte ich nicht für geeignet. Die Anhänger einer Volksrepublik Donetsk halten trotz Putins Intervention
an dem Referendum am 11. Mai fest. Immer wieder wird scharf geschossen. Dieser beginnende Bürgerkrieg muss jetzt verhindert werden, bevor er zur Katastrophe wird. Getroffene Absprachen müssen zwischen allen Konfliktbeteiligten genau eingehalten werden. Wir brauchen Genf-II-Verhandlungen, Vereinbarungen zur Entwaffnung von Bürgermilizen und zur Räumung von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen zu treffen und dann auch durchzusetzen. Verträge und Abkommen sollten erst mit einer durch Wahlen legitimierten ukrainischen Regierung beschlossen werden. Und eine Verlegung von NATO-Truppen nach Osteuropa bedeutet weitere Eskalation. Die EU, und ich spreche ja vorwiegend auch mit der Erfahrung als Europaparlamentarierin der Linken innerhalb der Europäischen Union und des EP, die EU, und da gebe ich Gregor recht, die hat alles falsch gemacht in den letzten Monaten, was auch noch falsch zu machen ging. Und es geht noch länger zurück, weil die Begründung dafür, für das, was passiert ist, hängt schon in der Art und Weise auch der Erweiterung der Europäischen Union mit den osteuropäischen Ländern statt. Dass es eben nicht gelungen ist, die Brücken, die Dissonanzen zwischen Osteuropa schließen zu wollen, sondern dass die Osterweiterung nicht dazu gebracht hat, Russland mit zu integrieren. Wir haben jetzt den Eindruck, wir sehen das ja, dass die EU sich insbesondere auch von den USA treiben lässt, die ganz besondere Interessen verfolgen. Obama braucht innenpolitische Akzeptanz, versucht Stärke an einem Ort zu demonstrieren, wo es den USA nicht wehtut. Er nutzt den Konflikt, um von Europa, insbesondere von Deutschland, mehr militärische Verantwortung einzufordern. Ihm dient die Ukraine-Krise als Begründung auch für die Modernisierung der Atomwaffen, die auf europäischem Boden stationiert sind. Und ich verweise hier insbesondere auch auf die Gespräche, die wir mit Obama in Brüssel hatten, auf seine Antworten, die er uns gegeben hat, auch die er mir gegeben hat, warum es denn angeblich notwendig sei und nicht gestoppt werden kann, Geldern wieder ausgegeben werden für die Modernisierung von Atomwaffenarsenalen in Europa. Wir brauchen etwas ganz anderes. Mit dem Fall des Staatssozialismus hat sich leider nicht die Idee durchgesetzt, ein gesamteuropäisches kollektives Sicherheitssystem zu schaffen, das Russland, die USA, alle europäischen Staaten einschließt und sich an den OECD-Normen orientiert. Das haben wir Linken immer gefordert. Und mit ein wenig Weitsicht hätte der heutige Konflikt in der Ukraine so verhindert werden können. Aber auch das muss gesagt werden. Die EU muss ihre Nachbarschaftspolitik mit den osteuropäischen Partnern überdenken. Diese ist bisher fast ausschließlich vom Kampf um Märkte, die Sicherung der Gaslieferungen und Wirtschaftsinteressen geprägt. Staaten wie Ukraine, Belarusland, Moldawien und Teile der Balkanstaaten werden nicht als Brücke verstanden, sondern als Spielball. Und Russland ist ein Teil Europas. Es muss eingebunden werden. Die jahrelang erfolgreichen Visa-Verhandlungen sind wieder aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen. Zusammenarbeit und diplomatische Kanäle sind im Übrigen auch die einzige Chance, um Menschenrechtsverletzungen, die Rechte von Homosexuellen, die Zulassung unabhängiger NGO und den Umgang mit demokratischer Opposition, Presse- und Medienfreiheit zu thematisieren. Liebe Genossinnen und Genossen, die EU, die bekennt sich in ihren offiziellen Dokumenten zu den individuellen Menschenrechten. Die EU-Grundrechtecharta ist offizieller Bestandteil der EU-Verträge von Lissabon. Ich wünsche, dass die Grundrechtecharta ausgebaut wird, dass die dort festgeschriebenen Rechte individuell einklagbar sind und Migrantinnen und Migranten ebenso wie Angehörige ethnischer Minderheiten in dieser Grundrechtecharta überhaupt erst einmal benannt werden. Die EU ist als Institution nach jahrelangen Kämpfen nun endlich auch der UN-Menschenrechtscharta und der UN-Charta für die Rechte von Menschen mit Behinderungen beigetreten. Das alles unterstütze ich. Auch die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie hat viel dazu beigetragen, dass das Problem von Diskriminierung von Frauen, von Minderheiten, von Menschen mit Behinderungen in den Mitgliedstaaten auf die Tagesordnung kam. Und ohne diesen Druck aus der EU
Während wir zum Beispiel in Deutschland bei der Frage der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit am gleichen Ort und für die Schließung der großen Lücke zwischen der Entlohnung zwischen Männern und Frauen noch nicht weitergekommen. Wir sind auch heute noch in der EU an drittletzter Stelle als Bundesrepublik Deutschland. Das alles ist aber nur ein Teil der Wirklichkeit. Nach wie vor bestehen Großbritannien und Polen auf den sogenannten Opt-out von der EU-Grundrechtecharta. Das heißt, überall, wo die Grundrechtecharta über britische und polnische Rechte hinausgeht, lehnen die polnische Regierung und auch die britische Regierung dies ab, dürfen sich Menschen in diesen Ländern nicht auf die Charta berufen. Und die EU ist leider auch bisher nicht dadurch aufgefallen, überall mit gleicher Sprache hinsichtlich der Menschenrechte zu sprechen. Glaubwürdigkeit erreichen wir nicht durch doppelte Standards und doppeltes Spiel. Wir kritisieren zum Beispiel China und Russland für Menschenrechtsverletzungen, für fehlende demokratische Strukturen und Schweigen, wenn es um Mitgliedstaaten geht. Menschenrechte sind unteilbar als soziale und Freiheitsrechte. Sie müssen überall gelten, für jeden und für jede. Sie müssen auch für Asylbewerberinnen, Flüchtlinge, Roma, Obdachlose, Straßenkinder, Menschen, die ihre Energierechnung nicht bezahlen können, für Journalisten, Universitätsprofessoren gelten. Wie kann es also sein, dass wir de facto zulassen, dass Viktor Orban in Ungarn das Ungarntum in die Verfassung schreibt und ungarische Communities im Ausland per Verfassung unter den Schutz des ungarischen Staates stellt? Dass Obdachlose, die sich auf öffentlichen Plätzen aufhalten, kriminalisiert werden, die ungarische Regierung mit einer faschistischen Partei, Jobbik, zusammenarbeitet, die tagtäglich Menschenrechte bricht, Roma verfolgt. Wie können wir dazu schweigen, dass ein ultrakonservatives Familienbild, Mann und Frau, in der Verfassung festgeschrieben wird, gleichzeitig aber berechtigt gegen die Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen außerhalb der Europäischen Union demonstriert wird? Orbáns Auftritt im Europaparlament war eine mehrfache Farce. Er nutzt die Auseinandersetzung selbst als Präsident der Europäischen Union nur, um sich in seinem Land darzustellen als der Verteidiger der Rechte der Ungarn, die von der bösen Europäischen Union diskriminiert werden. Das alles hat nichts mit Glaubwürdigkeit zu tun. Hier gibt es unheimlich viel, was wir gemeinsam nachholen müssen, wozu wir auch den Wahlkampf mit nutzen müssen. Wir Linken in der Europäischen Union stellen uns konsequent gegen diesen nationalistischen Rollback auch der Konservativen. Wir kämpfen für die Durchsetzung der Menschenrechte für jeden und jede. Glaubwürdigkeit verspielt die Europäische Union aber auch, wenn im Auftrag der Eurostaaten unter aktiver Mitwirkung der Institutionen der EU wie der Kommission und auch der Europäischen Zentralbank in den sogenannten Programmländern wie Griechenland oder Portugal Auflagen erteilt werden, die vor allem einen Effekt haben. Die Menschen- und Grundrechte werden einfach mal außer Kraft gesetzt. Die Senkung der Mindestlöhne und Renten, drastische Erhöhungen der Arbeitszeiten, der totale Kollaps des Gesundheitssystems, die Schließung öffentlicher Gesundheitszentren und die Nichtbehandlung chronisch kranker Menschen, die Nichtversorgung chronisch kranker Menschen ist eine Menschenrechtsverletzung. Die europäischen Institutionen, die der UN-Menschenrechtscharta verpflichtet sind, setzen diese außer Kraft, wenn es darum geht, angeblich die Krise bewältigen zu wollen. Also im Klartext, um aus der Krise herauszukommen, werden Bankschulden mal eben so zu öffentlichen Schulden gemacht und gleichzeitig werden die gleichen Länder aufgefordert, die Menschenrechte auszuhebeln. Was ist also aus dem Ruf geworden der französischen Revolution? Liberté, Fraternité, Égalité. Es ist daraus geworden Liberté, Égalité und Austerité. Und ich glaube, das müssen wir deutlich machen. Die Frage der Solidarität, die Frage des Gemeinsamens, des Miteinander-Zusammenwirkens in der Europäischen Union ist zum jetzigen Zeitpunkt außer Kraft gesetzt worden. Wir fordern ein, dass Solidarität statt Austerität wieder das vorherrschende Motiv, das vorherrschende Kriterium in der Europäischen Union sein wird. Wir sind die einzige,
Wir sind die einzige politische Kraft, auch in der zurückliegenden Legislaturperiode gewesen, die einzige Fraktion der Linken, die sich gegen die Austeritätspolitik von Anfang an gestellt hat. Wenn jetzt heute einige erklären, vor allem im Wahlkampf erklären, ja, Austeritätspolitik zeigt, dass es falsch ist, bringt nicht die Ergebnisse, dann frage ich mich, warum hat Herr Steinmeier als Mitglied der Großen Koalition in Athen erklärt, es gibt keinen Grund, am Zuschnitt des Programmes, am Zuschnitt der Troika-Maßnahmen irgendetwas zu ändern, im Wissen, wohin dies führt, im Wissen, dass dies zu einer humanitären Katastrophe führt. Diese Verhältnisse wollen wir umwerfen. Deshalb kämpfen wir für eine Sozialunion. Dafür muss man die Linke wählen. Liebe Genossinnen und Genossen, das Schlimme dabei ist, dass aktuell so gut wie alle aktuellen Regierungen der Mitgliedstaaten bereit sind, in diesem Kontext die nationale Karte zu ziehen. Am meisten spüren das die Migrantinnen, Flüchtlinge und Roma. Und so zieht sich inzwischen die Sorge um den Verlust von sozialer Sicherheit, scheinbar unantastbaren Rechten, den Verlust von Wohlstand bis in die Mitte der Gesellschaft. Nicht mehr nur die Ausgegrenzten sind die Zielgruppe von Rechten und rechtsextremen Ideologen. Nein, rechte, rechtsextreme, nationalistische Meinungen und Haltungen sind inmitten der Gesellschaft angekommen. Wenn wir also dem Front National, der Partei von Wilders, Jobbik, der Goldenen Morgenröde, der NPD und auch der AfD den Boden entziehen wollen, müssen wir ihnen den Kampf um die Durchsetzung der Menschenrechte für jeden Einzelnen entgegenstellen, der individuellen wie der kollektiven, der sozialen wie der ökologischen und der Freiheitsrechte. Die Rechtsextremen und Nazis von heute wollen diese Rechte nur den Angehörigen der weißen Rasse, den Mitgliedern ihrer völkischen Gemeinschaften gewähren und alle anderen ausgrenzen oder rausschmeißen. Ein solches Europa, eine solche EU wollen wir nicht. Und auch wenn die AfD für sich selbst erklärt, sie habe nichts mit den Rechtsextremen zu tun, die Nähe ist deutlich. Im Umfeld der AfD hat sich ein Konglomerat aus ultrakonservativen Lebensschützern, Mitgliedern der Partei die Freiheit gebildet. Und aus diesem Umfeld kamen in den letzten Monaten Tausende von Mails gegenüber den Europaparlamentariern, zum Beispiel gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihre Sexualität, Bundestagskandidaten gewesen, die diese Attacken gesteuert haben. Es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass die Partei der Luckes und Henkels auch nur im geringsten ein Interesse an den sozialen Nöten der Menschen, zum Beispiel hier in Deutschland, hätte. Die Zeche für den von Ihnen geforderten Austritt aus dem Euro hätten zuerst und vor allem jene zu zahlen, die schon jetzt sozial ausgegrenzt sind und in Armut leben. Nein, die Wahl am 25. Mai zum Europaparlament muss deshalb auch ein klares Signal gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sein. Ein Signal für eine Europäische Union, in der Solidarität nicht durch Interessen- und Lobbypolitik für große Banken und europäisch und global organisierte Konzerne immer mehr verdrängt wird. Wir haben als Linke im Europaparlament noch keine Mehrheiten. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind nach wie vor nicht zu unseren Gunsten. Aber wir treffen mit unseren Auffassungen immer mehr das Empfinden von Mehrheiten in den Bevölkerungen. Davon zeugt auch, dass die Linken in Europa in mehreren Mitgliedstaaten zulegen können. Das heißt, wir haben allen Grund, mit Blick auf die Europawahlen auch optimistisch zu sein. Ich bin mit Blick auf Wahlumfragen immer sehr vorsichtig. Aber eins ist jetzt schon klar: Die Linke in Europa wird massiv dazugewinnen. Unsere Freunde, unsere Genossinnen und Genossen der griechischen Syriza, der spanischen Izquierda werden zulegen. Aus Irland, Finnland, Schweden, hoffentlich auch aus Italien mit der Liste Tsipras erwarten wir Zuwachs. Es lohnt sich also umso mehr, auf die Linke zu setzen. Gemeinsam mit unseren Freunden, auch in einer größeren konföderalen Fraktion der Linken, mehr Einfluss im Europaparlament vertreten können. Ich habe vorhin hingewiesen, heute ist das 10-jährige Bestehen der
Europäischen Linkspartei. Vor 10 Jahren waren wir heute sind wir 26 Mitgliedsparteien, 7 haben einen Beobachterstatus. Und ich denke, ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass 1990 vor 15 Jahren es Lothar Bieske gewesen ist, der als PDS-Vorsitzender die Notwendigkeit betont hat, über die bis dahin existierenden Formen der Zusammenarbeit von Linken in Europa neu nachzudenken. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir als Europäische Linkspartei eine Entscheidung getroffen haben, ausgerechnet Alexis Tsipras als den Spitzenkandidaten für die Europäischen Linken zu nominieren. Also gerade jenen Mann, von dem die deutschen Medien noch vor einem Jahr, vor ungefähr anderthalb Jahren behaupteten, er würde die Europäische Union zerstören. Dabei vertritt Alexis, genau wie wir als Linke in Deutschland, die Forderung, dass die Austeritätspolitik, die drastische Kürzung der Haushalte gestoppt werden muss, dass wir eine Bewertung der Schulden brauchen, nach ihrer Rechtmäßigkeit. Er spricht auch von einer Schuldenkonferenz, nach dem Beispiel von 1953. Und wir sind uns gemeinsam einig, wir brauchen ein Investitionsprogramm in nachhaltige ökonomische, soziale und ökologische Forderungen, Entwicklung innerhalb der Europäischen Union. Jetzt, unmittelbar vor den Europawahlen, ist Griechenland an die Märkte, die internationalen Finanzmärkte, wie durch ein Wunder zurückgekehrt. Mit 125% Verschuldung zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt, wurde Griechenland ausgeschlossen. Mit 178% dürfen sie wieder zurück. Nichts hat sich seitdem an der Lage für die Menschen, auch an der wirtschaftlichen Lage, an der finanziellen Lage in Griechenland geändert gehabt. Ähnlich sieht es auch bei den anderen Mitgliedstaaten aus. Diese Politik ist gescheitert. Und genau das können und sollen wir mit dem Wahlkampf klar machen. Das können wir mit Alexis Tsipras und mit unseren Freunden und Genossen aus den anderen Parteien deutlich machen. In Deutschland regt sich ja kaum jemand auf über den Exportüberschuss, mit dem wir unter anderem wesentliche Ursachen gesetzt haben, dass andere einer trägt den Gewinn, die anderen die Last. Und dieses vor allem unter dem Diktat von Merkel und Schäuble durchgesetzte, dieser Kurs des EU-Krisenmanagements ist 1000-mal gescheitert. Nicht nur, weil mit Steuergeldern die Schulden der Banken bezahlt wurden, sondern weil Millionen von Menschen in tiefste Armut gestürzt wurden. Weil in den sogenannten Programmländern Griechenland, Portugal, Spanien Menschen um ihre Existenz kämpfen. Aber vor allem auch, dass im Zuge des Krisenmanagements die Spaltungen in der EU, innerhalb der Europäischen Union, den Euroländern, den Nicht-Euroländern, der Peripherie und im Kern verschärft wurden. In Lettland und Litauen haben tausende junge Menschen das Land verlassen, um sich woanders eine Zukunft aufzubauen. In Spanien sind 46% der Jugendlichen arbeitslos, in und in Deutschland hat sich insbesondere Kinderarmut und Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Zukunft, Vertrauen und Identifizierung mit der EU und der Politik der herrschenden Parteien sehen anders aus. Ihr Marktradikalismus, die Jagd nach immer mehr Privatisierung von öffentlichen Gütern, Dienstleistungen und Eigentum, die Gier nach allem, was noch zu privatisieren ist, hat offensichtlich zu viele Gehirnzellen absterben. Und in Abwandlung eines bekannten Spruchs, erst wenn der letzte Tropfen Wasser privatisiert ist, werden Sie merken, dass es niemanden mehr gibt, der Ihnen das Wasser abkaufen kann, weil da Natur, Umwelt und menschliches Leben zerstört sind. Deshalb Schluss mit jeder Form von Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen, Wasser, Energie, Gesundheitsversorgung, Bildung, soziale Sicherungssysteme gehören in öffentliche Hand und unter öffentliche Kontrolle. Wohnen, ÖPNV, Kultur, öffentliche Dienstleistungen. Jeder und jede muss den Zugang dazu haben. Niemand darf ausgegrenzt werden. Wir wollen in allen europäischen Mitgliedstaaten armutsfeste Mindestlöhne, Mindesteinkommen, Mindestrenten,
sowie soziale ökologische Mindeststandards durchsetzen. Wir wollen nicht, wie zum Beispiel Herr Juncker es erklärt hat, einfach nur Mindestlöhne durchsetzen. Wir wollen, dass sie armutsfest sind. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns und dem, was der Spitzenkandidat der Volkspartei hier erklärt. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Wahlrecht. Die Wahl in das Europäische Parlament erfolgt auf der Basis des nationalen Rechts. Es gibt kein gemeinsames europäisches Wahlrecht. Aus der Bundesrepublik Deutschland werden diesmal 96 Abgeordnete einziehen. Das Bundesverfassungsgericht hat beschlossen, erst 5%, dann 3% zu kippen. Es zählt also jede abgegebene und jede nicht abgegebene Stimme. Und deshalb, jede und jeder, die glaubt, nicht zur Europawahl zu gehen, um damit die Eliten abzustrafen, den Parteien eins auszuwischen, erleichtert es gerade, Parteien wie der NPD ins Europaparlament einzuziehen. Sie brauchen von den absoluten Stimmen her weniger, um ein Mandat zu erreichen. Was es aber bedeutet, wenn deutsche Nazis im Europaparlament sitzen, ich glaube, darüber sind wir uns alle klar. Es ist deshalb wichtig, dass wir als demokratische Kräfte den Wahlkampf nutzen, um sich genau mit diesen menschenfeindlichen Parolen der Rechten, Rechtsextremen und der Nazis auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, auch zu sagen, dass das Europäische Parlament im Gegensatz zu manch verbreiteten Meinung eben nicht mehr die Quatschbude allein ist. Es geht doch nicht um einen Denkzettel für wen auch immer. Es geht um eine starke Linke in der EU für demokratische Entscheidungen, für die Armut und für die Schaffung von Frieden in ganz Europa. Wir können im Europaparlament durchaus Dinge bewegen. Ich möchte als Beispiel nur eine ganz kleine Sache, Marginalie entscheiden. Und ich weiß, dass das auch einige so bezeichnet haben. Ich denke aber, es ist wichtig, das mal deutlich zu machen. Es ist unsere Initiative gewesen, unsere Fraktion gewesen, die im Europaparlament eine Entscheidung durchgesetzt hat und die mit dem Namen auch von Jürgen Klute verbunden ist. Wir haben nach langen Auseinandersetzungen endlich durchgesetzt, dass es ein Konto geben wird für jeden Menschen in der Europäischen Union. Und in Deutschland betrifft das 500.000 Menschen. 500.000 Menschen dürfen jetzt sich ein Konto bei einem. Und das würde nämlich den Kreislauf keine Wohnung, kein Konto, keine Arbeit endlich durchbrechen. Es stimmt also nicht, dass wir nur über lebensfremde Fragen entscheiden. Und es stimmt auch nicht, dass alles in unserem Alltag reglementiert wird. Die Neoliberalen benutzen dieses Klischee gerne, und zwar um Regelungen für Finanzmärkte und die Durchsetzung sozialer, ökologischer Standards innerhalb der Europäischen Union zu bekämpfen. Wir haben morgen eine große Diskussion auch noch zum TTIP. Ich möchte hier an dieser Stelle deshalb nur sagen, dass wir als Fraktion, als Delegation von Anfang an klar uns gegen das TTIP ausgesprochen haben, sowohl gegen alle Versuche, Zahlen zu produzieren, angebliche tolle Auswirkungen in die Öffentlichkeit zu pusten. Wir haben es untersuchen lassen. Dazu wird sich sicher Helmut Scholz nachher noch äußern oder morgen äußern zu der Frage, wie wir uns damit auseinandersetzen. Ganz klar, von Anfang an bis zum Moment, wo dieses TTIP beschlossen werden soll, ist die Debatte darüber und die Art und Weise, wie darüber verhandelt wird, undemokratisch. Sie läuft außerhalb der Parlamente. Sie läuft ohne Einbeziehung der sozialen, ökologischen Bewegung, der gesellschaftlichen Träger. Sie verläuft hinter verschlossenen Türen. Und mir scheint, dass nicht einmal Minister Deutschland Bescheid wissen, worüber eigentlich verhandelt wird. Ich wundere mich natürlich darüber, dass Sigmar Gabriel jetzt in dieser Woche noch eine PR-Aktion für das TTIP gestartet hatte. Und ich denke, er sollte noch mal darüber nachdenken, worum es eigentlich geht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir fordern, dass die EU den Kampf gegen Hunger und Krieg, gegen Spekulation mit Nahrungsmitteln auf die Tagesordnung ihrer Politik setzt. Wir fordern eine radikale Umkehr in der Flüchtlings-Asylpolitik, was die EU-Außengrenzen betrifft. Wir fordern ein
der arroganten Haltung der Bundesrepublik Deutschland, Länder wie Spanien, Griechenland, Italien mit den Flüchtlingsproblemen allein zu lassen. Wir fordern, dass mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen werden und dass die Flüchtlinge, die da sind, dass die unterstützt werden bei den Familienzusammenführungen, dass endlich etwas getan wird, um diesen Menschen richtig zu helfen. Wir fordern ein Abschiebeverbot, zum Beispiel von afghanischen Flüchtlingen aus EU-Mitgliedstaaten, da ihr Heimatland nicht ein sicheres Land ist. Und wir fordern natürlich, dass weltweit die Gelder gestoppt werden, reduziert werden, die bisher für Rüstungsproduktion ausgegeben worden sind. Dann hätten wir auch als Europäische Union in den Mitgliedstaaten genügend Gelder, um notwendige Investitionsfonds, notwendige Maßnahmen, Projekte, Programme gegen Armut, soziale Ausgrenzung auch zu finanzieren. Dafür treten wir ein. Das wäre dann ein wirklicher Traum von Europa, ein soziales, ein gerechtes, wenn von Europa, von der Europäischen Union und Deutschland wirklich Frieden ausgeht. Europa, Frieden, Die Linke. Das deshalb am 25. Mai die zur Europawahl und dort natürlich Die Linke unterstützen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und möchte mich natürlich bei allen Wahlkämpferinnen, die jetzt schon engagiert draußen stehen, die mit Blick auf Kommunalwahlkampf und Europawahlkampf den Spagat machen, recht herzlich bedanken. Ich möchte deutlich machen, dass wir die nächsten zwei Wochen diese Anstrengung gemeinsam weiter durchhalten wollen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch noch mal die Kandidatinnen und Kandidaten, die hier sind, noch mal zu bitten, auch mit nach vorne zu kommen. Ich möchte bitten, dass Helmut, dass Martina, dass Conny hier sind. Ich sehe hier Paola. Ich weiß nicht, wer noch von Kandidaten, die gegenwärtig hier sind, dass sie einfach da sind. Dass sie mal mitkommen, dass wir noch mal zeigen, dass wir hier gemeinsam antreten, dass wir diesen Kampf gemeinsam auch mit euch führen wollen und natürlich auch interessiert sind, dass wir am 25. Mai ein Ergebnis bei den Europawahlen erreichen, das weit über das hinausgeht, was wir beim letzten Mal erreicht hatten, das nicht nur hilft, die jetzige Zahl der Mandate zu verteidigen, sondern dass wir aufstocken können. Dass wir aufstocken können, damit die Linken in Europa stärker werden, zusammen mit unseren Freunden aus den anderen europäischen linken Parteien, braucht es eine starke Linke im Europaparlament. Dankeschön.